da sind wir wieder. Ich stinke ja von Raketen nach einer Nacht. Ich höre heute ein bisschen früher auf. Hallo Katze. So, immer schön das Baby knuddeln. Oh, Mani hat morgen Geburtstag. Die liebt pinke Torte. Echt? Mhm. Gut. Ich habe jetzt erstmal eine andere Sache noch. Hast du das Baby mal in die Wurzel aufgeworfen und geknuddelt? Mhm. So, die Ernte habe ich unten aufgefüllt. Jetzt müsste ich aber mal schauen hier. So. Wollen wir heute nochmal Geschenketag machen? Ich habe da irgendwie Lust drauf. Ja, mal schauen. Erstmal hier so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was haben wir denn hier noch alles? Nass, da macht nass. Wir können hier noch pflanzen, das sollten wir auch. Das sollten wir gut gebrauchen. Gut, den Teppich. Ein grünen Teppich auf dem grünen Teppich. Nicht die allerschlauste. Gut. Beim Baby kommt jetzt die Pflanze hin. Damit es auch immer schön was zu trinken hat. Also wenn das Kind nach mir kommt, dürfen wir keine Pflanzen mit Wasser hinstellen. Naja. Ich habe mal als Kind einmal schlafgewandelt und da habe ich aus der Vase, wollte ich trinken, ich meine, da war zum Glück kein Wasser drin, habe ich die Blumen rausgenommen, wollte das Wasser drin trinken, bin dann wieder ins Bett. Schön. Als Baby, ja? Als Kind, als Kleinkind. Ja. Also wir dürfen hier nur noch unechte Pflanzen einstellen. So, was machen wir heute? Ich mache erstmal kurz noch die Tiere. Ich mache gerade die Weinfässer. Ich hätte so gern den Hopper und das ganze andere Zeug, was es jetzt gibt. Diese Trichter. Und die Kaffeemaschine. Ja, das stimmt schon. Ah, ich habe hier noch was vergessen. Da ist noch einmal Milch. Die hat da nicht mehr reingepasst in diesen Milchbehälter. Können wir noch mal in eine richtig eklige Höhle gehen? Gute Frage. Darüber muss ich erstmal 3 Jahre nachdenken. Ja, du kennst mich doch. Ich baue mal ziemlich lange. Okay. Ach, das eine Huhn saß auf dem Ei. Dankeschön. Ich muss dann noch die Eier verpacken und verarbeiten. Mami liebt, glaube ich, die pinken Kuchen. Guck mal kurz. So ein backen können. Naja. Schau mal nach, wäre sinnvoll. So, hier komme ich nicht durch. So, ich will doch hier die Truhe. Mensch. Das war doch gerade ein Lied, oder? Ja, das Entenlied, wa? Das war das Lied der Ente. Das Rezept für den pinken Kuchen, okay. Ach du Scheiße, hier ist auch noch Zeug.
So. Nee. Gut. Dann haben wir die Eier auch noch. Die lege ich schon mal hier oben rein. Dann haben wir das schon mal geschafft. Nach ein paar Tagen endlich mal wieder ein bisschen Ordnung hier geschaffen. Und die restlichen Eier packe ich da oben rein. Oh, wir waren schon eine ganze Weile nicht mehr in unserem Gewächshaus, glaube ich. Ist alles fertig. 3-4 Tage ungefähr. Ah. 3-4 Tage waren wir nicht mehr da. Was stellst du denn da schon hier hin? Bienenhäuser. Da wollte ich ja rein. Bienenhäuser. Mach die mal alle wieder zu, die Stelle. Oh Gott, wenn es regnet, die hassen uns. Das hast du gerade aufgemacht, ne? Ganz ja. Schlechte Idee. Wieso? Haben die Angst, dass sie feucht werden? Ja, die hassen uns. Wäre noch eine Nautilus-Muschel? Das kann ich dir nicht sagen. Weil unsere Fische wollen gerne expandieren. Gebt mir eine Muschel, dann vermehren wir uns. Immer dieser Erpresser. Ja, irgendwie schon, ne? Ich hoffe, die echten Fische wären so... Nein, wir wollen das Premium-Futter, sonst machen wir hier keine Liebe. Das könnt ihr aber wissen. Das sind ja wie unsere Katzen. Machen sowieso keine Liebe, die können sich gegenseitig nicht leiden. Echt? Ja. Die können sich gegenseitig nicht leiden. Machen wir mal wieder die Türen hier offen. So. Was packe ich denn da rein? Ich packe meinen Koffer. Und nehme mit. Eine Nadine. Wir haben Herbst. Die brauchen 8 Tage. Wir können auch Sonnenblumen anpflanzen. Wow, hier drin sieht es schon mal gut aus. Auf dem Hof ist erstmal nicht großartig mehr zu machen. Naja doch, das Feld ist noch nicht fertig. Nun denn, ich habe doch schon eine neue Saat reingemacht. Überall? Also neue Dünger. Aber hier sind ja noch nackige Felder. Die sind aber neu. Na, jeden Tag mal gucken. Wie ist denn die komische Hacke? Ich weiß nicht mehr, ob ich deine oder meine zum Schmied gebracht habe. Ich muss mal so. Naja, der Schmied hat jetzt zu. Ja, das ist mir schon klar. Haben wir noch eine Feldhacke? Hast du noch eine im Inventar? Ich gebe sie dir mal. Wo bist du denn schon wieder? Im Haus. Du knutschst mich. Ach so, das muss ich übrigens sein. Wir haben schon geheiratet, das reicht mir. Eine Ananassaat? Okay. Auch die bestimmten Jahreszeiten? Ja, warme Wetter braucht die. Dann sind wir jetzt aber falsch im Herbst. Ja, hast du bestimmt vom Strand. Das kann sein. So, das passt nicht mehr. Das kann rein. Mann, das ist aber echt mal ein entspannter Tag hier heute. Ja,
wir machen jetzt gerade nicht so mega viel. Ich finde es auch mal schön. So. Griffe sind ja, in dem Fall aus, weil die euren Säue sind ja drinnen. Die wollen ja nicht raus. Wir brauchen mehr Kohle. Mehr Kohle kriegen wir, indem wir Holz verbrennen. Und dann verbrennen wir die Natur. Schreib Greta einen Brief. Kannst du mal kurz die Klappe halten in deinem Let's Play? Mensch, wer will nicht reden hören in deinem Let's Play? Kannst du mal kurz nachdenken? Ja, mehr Holz wäre aber ziemlich gut, weißt du? Das kann man immer mal gebrauchen. Deswegen versuche ich mal noch Dinge zu tun. Was willst du denn tun? Außer die Natur kaputt machen, abbrennen. Und genau das will ich ja machen. Wir haben so viel Holz und wir brauchen unbedingt noch ein bisschen Kohle. So. 10 nackte Dinge. Dann wollen wir mal hier alles auslegen. Schade, das Juni muss nicht gleich nachpflanzen, das wäre cool. Ja, das stimmt. Kann das sein, dass du ein bisschen gestochen redest? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Da bist du. Richtig informiert. Ja. Halt! Stopp! Das ist aber wirklich. Ja, ich hab die Kleine. Ich bin genauso wie meine Kleine gerade. Was, schon 23 Uhr? Was ist denn mit der Zeit hier los? So sagt sie. Aber in echt ist doch gar nicht 23 Uhr. Also. Na, was ist da oben? Haben wir noch eine orange Muschel? Und hier ist noch einer. Ach, ich wollte mit dir noch ins Gewächshaus. Eigentlich hat total vergessen. Ich wollte nur ein paar Sachen holen und hab's ja den ganzen Tag nicht geschafft. Das ist ja nicht. Na, dann gehen wir rein. Ja, ist eine Uhr. Jetzt schaffe ich es aber eher nicht mehr. Doch, das schaffst du alles. Musst du ja schaffen. Sonst wäre es ja langweilig. Komm mal überall Monster. Der ist nur 20. Ja. Bist du mir? Ich bin schon im Bett. Ach, aber mich ins Lager schicken, ja? Ja. Okay, dann lande ich gleich im Krankenhaus. Du hast ja gesagt, ich soll es alleine machen. Wo bist du denn? Weil du hast es. Wo bist du denn? Immer noch im Gewächshaus. Warum? Ich zieh das jetzt durch. Weil du die ganzen Früchte vergessen hast. Ich weiß, dass du unten die Pflanzen gemacht hast, weil ich war das nicht. Geh nicht mal ins Bett. Das war eigentlich ein Scherz. Wenn nämlich keiner von uns im Bett ist, ist auch doof. Weil ich kann jetzt nicht mehr kuscheln, so. Weil ich spawn jetzt immer bei mir. Schnell! Ja, diese getrennten Betten sind echt super. So, bis gleich.